Leute, hier ist immer noch so viel drin, es ist so schön. So. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hier verirrt hast. Es ist wieder Zeit für eine Tauschbox. Mir fällt gerade ein, dass mir noch was fehlt, was ich noch holen muss. Was ist meine Tauschbox? Ich habe mit der lieben Dani von Dani Mavi, Kanal habe ich euch unten verlinkt, eine Tauschbox. Das heißt, alle 3 Monate immer so zum Wechsel der Jahreszeiten, also Frühling, Winter, Sommer und Herbst, Reihenfolge, wow, schicken wir uns eine Box. Ich gehe zu Action und diesmal habe ich auch was von Rossmann, aber grundsätzlich gehe ich zu Action und Dani geht zu Budni. Dani war diesmal auch noch woanders. Aber wir schicken uns immer so ein paar Sachen hin und her. Und ich habe euch ja schon mal ein Action Haul gezeigt. Und dabei musste ich ein paar Sachen hier außen vor lassen, die ich euch jetzt erst zeige. Und es hat sich wieder ein bisschen was angesammelt. Und es sind ein paar schöne Sachen. Und ich hoffe, dass sie Freude daran hat. Im Anschluss an diesen Teil des Videos zeige ich euch dann auch noch meine Reaktion auf ihre Produkte. Das heißt, das Paket ist dann später da. Zukunftssassi zeigt euch das dann quasi. Ja, und dann zeige ich euch, was ich ihr jetzt geholt habe. Wird ein bisschen dauern, deswegen nehmt euch was zu essen, was zu trinken. Und wir starten. Kleine Geschichte vorweg für das erste Produkt. Dani hatte mir eigentlich schon was geholt, was ihre Kinder so gut fanden, dass sie es ausgepackt haben. Sie wollte es mir nochmal holen, dann gab es das nicht mehr. Es waren Keksausstecher in, ich glaube, Gummibärchenform. Mega geil. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du weißt schon, dass wenn du mir keine Keksausstecher schenkst, du mir dann aber Kekse schicken musst. Und ich hoffe sehr, dass mein Zukunfts-Ich Kekse bekommen hat, damit sie nicht Kekse nur für mich macht und dann keine Deko mehr hat, habe ich ihr so einen Dekostreuer geholt. Und hier sind so wirklich ganz verschiedene. Also hier sind so eine Buchstaben, dann so eine gelb-roten Streusel, dann Herzen in weiß und rosa, dann so eine bunten Kugelstreuseln und ja, dann sind wir einmal rum. Und man kann dann hier oben wahrscheinlich einzeln das so aufmachen. Ja, fand ich niedlich, deswegen durfte das mit. Mit 2 Kindern, die Dani hat, wird sie bestimmt viel backen. Dann habe ich ihr wieder eine Kerze mitgebracht. Die letzte hatte sie ganz gut gefunden, die auch so in dem Stil war. Die Teelichter habe ich voll versaut, denn sie mag keinen Rosenduft. Deswegen wollte sie eher was Holziges. Und ich habe ihr Cedarwood mitgenommen. Schöne, simple, schwarze Kerze. Ich hatte ihr ja auch so eine, doch so eine Kaminkerze geholt, die dann wohl ja doch zu schön knistert. Fand sie auch toll, fand ich auch niedlich. Dann habe ich mich von Maxim influenzen lassen. Und Dani, du darfst das jetzt ausprobieren und sagen, ob das was Geiles wirklich ist. Und zwar, die Soßen von Action sollen so mega toll sein. Und ich habe jetzt die Garlic-Soße mal rausgesucht. Die hatten halt sonst nur so scharfe Soßen. Und ich dachte, okay, darfst du also ausprobieren, Dani. Dann hoffe ich, dass das, also ich werde ihr Paket noch vor Weihnachten losschicken. Das heißt, das sollte dann hoffentlich auch noch vor Weihnachten von ihr ausgepackt worden sein. Ansonsten ist es für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr. Denn ich möchte, dass sie, während sie in der Weihnachtszeit auf den Baum guckt, an mich denkt. Deswegen habe ich ihr so eine richtige kitschige Kugel geholt. Action hat ja sau viele Weihnachtsdekorationssachen, gerade auch für den Baum. Ich habe ja auch mir ein bisschen was da geholt, deswegen durfte Wasser heute auch mit. Dann habe ich hier eine, ich glaube es müsste eine, genau, koreanische Face Sheet Maske in der Sorte Sherry Extract geholt. Irgendwie fand ich die niedlich. Genau, die durfte auch mit. Genauso wie eine von Alvira, das ist so die Pflegemarke unter anderem, also eine der Pflegemarken bei Action, die Feed Your Skin Banana Cream Mask. Ich bin sehr gespannt, Dani, was du dazu sagst. Es ist rot und es glitzert. Dani, du musst es haben. Teelichter. Habe ich mir auch in Rot, Schwarz und in Gold geholt. Nein, nicht wegen der WM, falls das jemand denkt. Es waren einfach, es gab auch noch Silber. Silber fand ich nicht so schön. Ich habe halt eher goldene Akzente. Deswegen durfte das für dich auch einmal mit. Dann habe ich, weil bei Dani, sie war bis jetzt erst einmal beim Action und der hatte nicht so eine große Make-up-Abteilung. Ich habe dir mal einen Liquid Lipstick mitgenommen. Kannst du mal ausprobieren. Ich habe mir die... der ist ja sehr nudig. Thema Rot. Ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert. Ich glaube, die Küche ist rot von Dani, hat sie mal erzählt. Deswegen habe ich hier rote Küchentücher mit eingenommen. Ich habe die nämlich auch aus so einem Dreier-Set und ich mag die sehr. Die verformen sich nicht, die sind super.
Und bei Action habe ich noch zwei Sachen so ein bisschen fürs Jahresende, weil es ist ja Winter und im Winter ist ja auch Jahreswechsel. Also habe ich hier einmal eine Konfettikanone mehr reingepackt. Kleiner Tipp, Dani, pack die bitte nicht drinnen aus. Also mach die nicht drinnen, sondern draußen. Und hier unten muss man drehen, hier oben kommt es dann raus. Man sieht es ja hier auch schon, es ist ja schon so gemacht. Genau. Und ja, passende kleine Servietten für Silvester zum Anstoßen. Und jetzt müssen wir einen kurzen Cut machen. Und ich muss noch was holen. Und zwar hatte ich in Polen, als wir beim Rossmann waren, ich glaube, die hatten das ein bisschen eher, ihr schon die Badekristalle aus der Disney-Version geholt. Ich habe jetzt gesehen, sie hatte tatsächlich diese Version schon da gehabt und war so semi-begeistert. Aber ja, Dani, dann sitzt sie halt zum Hinstellen da, denn ich habe Jasmin, Cinderella, Belle und wie gesagt, Ariel. Sie liebt Ariel und dementsprechend durfte auch noch das niedliche Ding mit, also so eine Badebombe. Ja, das. Und weil Dani Sukin die Pflegemarke so mag und ich das noch da habe, weil ich die auch schon mal ausprobiert habe, mich hat sie jetzt nicht so krass geflasht, aber Dani sagt, sie liebt sie. Dani, hier ist wieder ein kleines Extra für dich. Ich hoffe, du freust dich. Genau, die habe ich natürlich nicht gekauft, sondern die hatte ich nur in der Box mal da. Und wie gesagt, ich habe die noch, glaube ich, sogar noch einmal da. Deswegen liegt sie doppelt halt in einer aussortierten Kiste zum Weiterverschenken. Jetzt kriegst du sie. Ich habe ja auch was für ihre Kinder besorgt, denn die sind immer mal wieder krank und dann kann sie zu Hause nicht so gut arbeiten, weil sie viel Homeoffice auch arbeiten darf. Habe ich ihr einmal, habe ich den Kindern, vor allem der Kleinen, der Uschi, ein Malbuch geholt. Und nein, die Tochter heißt nicht Uschi, das ist der Spitzname. Es sind wirklich süße Sachen und da hat sie gut mit beschäftigt. Das sind die Produkte für Dani, ist wieder eine schöne Mischung. Und wir sehen uns gleich wieder, denn dann habe ich Danis Paket bekommen. Ihr habt ja gerade im ersten Teil schon gesehen, was ich Dani reingepackt habe. Ihre Reaktion und was sie sich gedacht hat, während sie gepackt hat, seht ihr bei ihr auf dem Kanal. Das Video geht heute bei uns gleichzeitig online, sodass ihr danach gerne rüberskippen könnt und bei Dani schauen könnt. Und ja, wir starten mit der Karte Happy Cozy Winter. Und das ist eine ganz niedliche Karte. Also, liebe Sassi, ich wünsche dir einen wunderbaren Winter. Offiziell beginnt der ja erst jetzt, also sind wir gar nicht spät dran. Wir haben nämlich darüber gesprochen, dass wir vielleicht ein bisschen spät dran sind. Ich liebe viele kleine Geschenke und hoffe, du auch. Ja, toll, dass wir uns wiedergefunden haben. Ich freue mich auf 2023. Ja, Daniel und ich sind nämlich zusammen aufgewachsen in der Kindheit. Wir sind dann beide aus Berlin raus in den Stadtrand gezogen und haben uns ganz viele Jahre eben gar nicht gesehen, gesprochen. So, ich habe jetzt das Paket mal neben mich gestellt. Und als erstes packt mir Dani immer das Magazin rein. Das packe ich jetzt auch mal zur Seite. Und das erste ist ein gemütlich warmer Duft. Und es fühlt sich nach Kerzen an. Ihr wisst, ich liebe Kerzen. Wer meinen letzten Action-Haul gesehen hat, weiß, ich übertreibe gern bei Kerzen. Aber andererseits, ich benutze sie auch tatsächlich sehr viel. Puh. Oh, der riecht wirklich gut. Dunkle Kirsche. Ja, richtig schön fruchtig. Neun Maxi-Duft-Teelichter. Sehr cool. Werde definitiv bei mir einziehen. Erstes Produkt gefällt mir schon sehr, sehr gut. Legen wir hier hin und dann geht's weiter. Für, wenn die stressige Weihnachtszeit vorbei ist. Oh ja. Ich bin ja über Weihnachten prompt richtig fett krank geworden. Richtig fette Erkältung. Mit mega Husten und ich glaube, man hört es auch noch ganz leicht. Und wir haben von BeRoutine Power 15% Urea intensive Fußmaske. Okay, klingt auf jeden Fall spannend, werde ich definitiv ausprobieren. Und von The Beauty Mask Company Ananas und Papaya eine Tuchmaske. Ja, gefällt mir beides gut. Das kommt in den Müll. Ach ja, das macht immer Spaß. So, musst du ganz, ganz schnell noch auspacken. Ja, ich glaube, es wird ein Tee-Adventskalender sein. Es hat nämlich genau die Größe. Aber ist nicht schlimm. Zur Not machen wir das dann im neuen Jahr. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich den nicht sogar auch da habe. Aber dann habe ich heute auch ein Doppel. Das finde ich ja nicht schlimm. Ich trinke super viel Tee. Der ist halt total niedlich. Man zieht dann unten einfach den raus. Genau, das ist eine Teemarke, finden wir auch gut, wie gesagt.
Apropos, ich hole mir mal was zu trinken. Also, passend zum Tee habe ich mir meinen Tee jetzt auch besorgt. Okay, hier steht drauf, Must-Haves für Kerzenliebhaber, vor allem im Winter. Ich denke gerade, ich habe gerade nur das gesehen und denke, aha, was hat das mit Kerzen zu tun? Und wenn man dann aber umdreht, sieht man hier, das sind Streichhölzer. Also Streichholzanzünder, hier sieht man es auch. Sehr gut, werde ich definitiv gebrauchen. Ich habe normalerweise natürlich ein Feuerzeug zum Anzünden, aber auch das ist gut. So, hier ist was drin. Eigentlich habe ich gesagt, in der ersten Woche gibt es kein Zucker bei mir, aber dafür mache ich eine Ausnahme. Meine Bestellung, denn Dani und ich haben rumgeschätzt. Sie hatte eigentlich für mich Keksausstecher in Form von richtig niedlichen Figuren. Oh, die riechen auch richtig gut. Oh, voll weich. Ich glaube, ein Keksausstecher auch in der Form eines Gummibärchen. Ihre Kinder haben den dann okkupiert und es gab ihn nicht mehr, als sie ihn nachkaufen wollte. Dann habe ich gesagt, naja, wenn du jetzt schon mein Geschenk behältst, dann musst du für mich auch backen, ist logisch, ne? Also, ja, das ist meine Bestellung. Die sind tatsächlich noch super, super frisch, obwohl die auch schon 3 Wochen bei mir liegen. Oder 2 Wochen. Vor Weihnachten kam das, glaube ich, ja. Ist jetzt locker, noch 1,5 Wochen. Ich lasse die jetzt diese Woche noch zu, weil ich in der ersten Woche im Januar gerne zuckerfrei sein möchte. Und ich habe jetzt gerade meinen Zuckerfrei schon gebrochen. Weil ich mal wieder in meiner Ernährung ein bisschen besser arbeiten will. Wenn ihr das noch nicht wisst, folgt ihr mir offensichtlich noch nicht auf Instagram. Das heißt hinterher, denn dort nehme ich euch gerade meine Abnehm-Journey wieder mit, denn da muss sich einiges ändern. Weil es einfach Weihnachten ruft. Es riecht auf jeden Fall extrem Gewürzseife. Oh ja, es riecht wirklich nach Weihnachten. Oha. Oha. Also es riecht wirklich wie so richtig Weihnachtsgewürz. Ich benutze halt eigentlich normalerweise keine normale Seife. Also kein Seifenstück. Ich bin halt Team Flüssigseife. So sieht es aus. Ich würde es jetzt auch erstmal wegpacken, weil wir sind jetzt schon im Januar und Weihnachten ist jetzt tatsächlich vorbei. Auch wenn mein Baum noch bis Ende Januar stehen wird. Das liebe ich. Wird das jetzt in die Vorratsdose fürs nächste Jahr gehen. Aber eine sehr schöne Idee. So, das nächste habe ich auch. Zumindest die Verpackung davon. Den Lippenstift habe ich auch, da komme ich bloß gar nicht ran. Also hier war von Sisi ein Lippenstift drin. Ich gehe davon aus, da wird kein Lippenstift drin sein. Nein. Hier ist ein Kompass-Keychain drin. Das ist ja wirklich niedlich. Ich glaube, den mache ich mir mal in meinen Schlüsselbund für die Schule. Da ist nämlich gerade erst mein Anhänger abgegangen. Ja, ansonsten kann man auch zu Not gut weiter verschenken. Die Packung ist halt wunderschön, ne? Das klingt nach... Ah ja, genau. Daniel und ich haben uns auch ein paar Sachen reingepackt, die wir in Tauschpaketen hatten oder wo wir dachten, das könnte der anderen gefallen. Und das ist hier definitiv was, was mir gefällt. Das ist quasi ein kleines On-Top-Gimmick. Und zwar von L'Oréal Paris Gesichtswasser kostbare Blüte für trockene und sensible Haut. Also ein Toner, da bin ich sehr gespannt, wie der ist. Den hat sie mir, glaube ich, aus ihrem... Trashy-Video, also aus ihrem Wanderpaket-Video rausgenommen. So, braucht jeder im Winter? Na, da bin ich ja gespannt, was sie denkt, was jeder im Winter braucht. Dior-Papier übrigens hier. Ist hier drum gerumwickelt ist. Dani, wann hast du denn was bei Dior bestellt? So, es ist aber auch gut eingepackt. BB Sweet Lipstick mit süßem Duft von Pink Lemonade. Ja, der wird wahrscheinlich weitergeben. Ihr wisst, ich benutze solche tatsächlich nicht. Wenn, dann weiche ich eher auf Öle aus. Das finde ich inzwischen tatsächlich eine sehr gute Idee. Da habe ich auch ein schönes Öl von Dani bekommen. Und zwar das hier. Das hatte ich im letzten Tauschpaket drin. Das packe ich mir, glaube ich, demnächst auch in meine Schultasche. Ja, das wird weitergehen. Da haben wir uns aber auch gesagt, wenn mal ein Produkt dabei ist, was halt ein Flop ist, ist es überhaupt nicht schlimm. Darf dann weitergegeben werden. So. Weil ich es noch nie gesehen habe. Okay. Fühlt sich ganz doll hart an. Okay, da sind gleich 2 drin. Und zwar Lidschattenpaletten. Ich sehe hier auch überhaupt keine Firma. Also die nudige. Ist wirklich nudig. Ich mag ja nicht so eine länglichen Fännchen, aber interessante Farbkombination. Und dann gibt es noch Rose.
Ja, die ist auch sehr, sehr nudig. Ich bin gespannt, ich werde sie auf jeden Fall mal testen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass die vielleicht nicht so lange bei mir bleiben, weil sie mir tatsächlich zu nudig sind. Aber ich habe sie auch noch nie gesehen. Wie gesagt, hier steht nicht meine Firma. Cosmolux Deutschland. Vegan auf jeden Fall. Und ohne Mikroplastik steht hier. Werden ausprobiert. Interessant. Und spannend. Für die Pausenaufsicht. Ja, ich bin zweimal die Woche draußen in der Aufsicht. Es ist dann immer sehr kalt. Deswegen gibt es einen Handwärmer. Sehr, sehr süß. Ja, den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und der wird direkt in meine Manteltasche wandern. Da habt ihr hier so ein, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, hier so ein Metallplättchen, das drückt man, dann wird es warm und ihr packt es dann in ein Wasserbad, um es quasi wieder in den Originalzustand zu bringen. Sehr gute Idee, werde ich definitiv brauchen, je nachdem wie kalt der Winter wird. Aktuell ist es ja sauwarm. So, wir haben hier Traumzucker-Lollis, die packe ich auch erstmal zur Seite, weil wie gesagt, die erste Januarwoche ist zuckerfrei. Mit einer kleinen Ausnahme. Also zuckerfrei in dem Sinne, ich esse Süßstoffe, aber nichts anderes. So, für deine Mäuse. Also wahrscheinlich für meine Mauzis. Oh mein Gott. Hihihi. Die kommen noch an den Tannenbaum. Gottchen, sind die süß. Oh Gott, das ist so kitschig. Und so süß. Ja, ich liebe es. Okay, was haben wir hier noch? Ein Ersatz muss sein. Oh, ja, ich habe euch ja gesagt, ne, mit den Keksausstechern und ich habe jetzt einen Ersatz bekommen, nämlich Love Keksausstecher, wie süß. Ja, ich glaube, dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nicht mehr backen. Also, nee, stimmt nicht. Dieses Jahr werde ich schon noch backen, aber nicht mehr diesen Winter. Weil wir sind ja schon, wenn ihr das Video seht, in 2023. Süße Idee auf jeden Fall. Auch die Idee, dass das so Love ergibt. Oh. Ja, ich backe viel zu selten, auch für mich selber, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier ist immer noch so viel drin. Okay, also viel. Drei Sachen sind hier, glaube ich, noch drin. Wir haben hier irgendwas Tubenartiges. Ich liebe den Geruch. Pflegedusche, Lebensfreude mit Zitrone und Lycea cubeba. Ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen. Ich rieche aktuell noch nicht so gut. Also die Zitrone rieche ich richtig gut. Und da ist irgendwas anderes drin. Das wird dann wahrscheinlich dieses Lycea cubeba sein, was auch immer das ist. Werde ich ausprobieren. Wird eine Weile dauern, bis ich das ausprobiere. Ich habe noch sehr viel offen, aber werde ich ausprobieren. So, tolle Alternative oder extra zu Kerzenwinder, finde ich. Lieb's im Winter, im Winter. Dann bin ich ja mal gespannt, was hier jetzt kommt. Ah, Räucherstäbchen, glaube ich, ne? Hier oben ist so ein Ding, wo man das reinstecken kann. Und hier seht ihr die Stäbchen. Rosenduft. Incense Sticks with Decorate Holder. Ja, der Holder ist wirklich dekorativ und schön. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Muss ich nur ein bisschen gucken, dass die Katzen da nicht rangehen. Ist ja so offenes Feuer. Yoshi ist ja auch so jemand, der tatsächlich super gerne auf die Flamme starrt mit so viel Abstand. Und sich dann immer wundert, warum seine Schnurrhaare angeguckt sind. Der liegt auch gerade super niedlich hinter mir. Wartet mal. Und ich muss aufräumen. So, cooles Produkt, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt haben wir hier noch ein ganz großes in einem Look Fantastic Beutel. Für Ende Januar. Darf ich den dann erst Ende Januar aufmachen? Nein, ne? Ende Januar habe ich Ferien. Hat Oma Geburtstag. Was ist noch Ende Januar? Ist das Schuljahr, das erste Halbjahr zu Ende? Also für meine 13er ist das jetzt schon zu Ende. Weihnachtsbaumdecke, stimmungsvoll dekorieren, sauber abtransportieren. Coole Idee. Ich habe ja keinen normalen, deswegen werde ich den eher primär als Deko benutzen, weil der kommt bei mir wieder in so eine... ich versuche euch das mal... Genau, so sieht man es, glaube ich. Ne? Also hier die Deko, es ist bei mir aber blau. Und hier dann zum Abtransportieren. So sieht die Decke aus. Idee, mega cool. Auf sowas muss doch auch mal kommen. Genau, wird bei mir wahrscheinlich aber jetzt nicht so die Anwendung finden, weil mein Baum ist aus drei Teilen. Das ist ein Plastikbaum wegen den Katzen. Und ja, da
nehme ich den auseinander. Ich muss danach eh einmal saugen und dann kommt er wieder in so einen Karton rein. Ich hoffe, dass ich ihn da wieder reinkriege. Ansonsten tue ich vielleicht noch doch das Ding hier. Für Bäume bis 2,5 Meter geeignet. Die Idee ist richtig cool. Also ich werde es auf jeden Fall mal gucken. Der Baum steht halt, wie gesagt, schon. Das hätte halt vorher, wenn dann sein müssen. Aber das war halt noch nicht unsere Zeit. Coole Idee. Und damit unser letztes Produkt. Und ihr seht, ich habe auch total falsch geraten. Ach, es ist wieder ein schönes Paket. Ich freue mich, die Sachen auszuprobieren. Ich bin sehr gespannt auf den Toner. Ich freue mich auch auf diese Kneippdusche. Die kann ich mir auch richtig gut für den Frühling dann vorstellen. Dann so ein bisschen zitronisch. Freue ich mich auch sehr. Auch die Duft-Dingsies. Ja, das wird nächstes Jahr erst passieren. Den gebe ich weiter. Die Cookies werde ich, wie gesagt, erst... die Cookies, die normalen Kekse sind, keine Cookies, sind Kekse. Werde ich, wie gesagt, erst in einer Woche dann wahrscheinlich mal ab und an einfuttern. Ach, ist wieder eine schöne Auswahl. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal gebt, damit ihr hier keine Videos verpasst. Wir sind schon wieder bei über 320 Abos. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Bis dahin packe ich euch mal hier meine Playlist mit den Mystery Boxen und Tauschpaketen. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Bis dahin, ciao, ciao!